Natürlich benötigen wir als Mannschaft die Klarheit, wie es dann auch ganz genau weitergeht. Und von daher werden wir da natürlich auch in Austausch mit dem DFB dann auch gehen, ob wir es dann so weitermachen oder nicht oder wie auch immer. Also da sind ja mehrere Faktoren ja auch dann dazu da und am Ende entscheidet sowieso der Verband. Was das betrifft, kann ich gar nichts zu sagen, weil auch das liegt nicht in meinen Händen. Ich weiß nicht, wie lange Martina krank ist. Ich weiß nicht, was die Analyse nachher bedeutet. Insofern ist das, was ich auch schon vorher gesagt habe, wünschen wir uns alle natürlich, dass es auch da eine Klarheit gibt, sowohl für die Spielerin als auch für das Trainerteam. Ja, ich glaube, das wurde jetzt schon mehrfach gesagt. Und ist ja auch klar, eine Mannschaft braucht eine gute Führung und braucht eine Trainerin am Platz. Ich kann momentan nicht sagen, wie es weitergeht. Das ist Sache des DFBs. Ich kann nur einen Dank aussprechen an das Trainerteam, das jetzt eingesprungen ist. Das ist auch nicht selbstverständlich. Sie haben die Bundestrainerin sehr gut ersetzt und haben aus der Situation jetzt das Beste gemacht. Und wie es jetzt weitergeht, ist Sache des DFBs. Es wird jetzt Zeit, dass eine Entscheidung getroffen wird. Es ist für uns alle keine schöne Situation, dass man keine Gewissheit hat. Ich weiß, es sind zwei Paar Schuhe, das, was auf dem Platz passiert und das, was im Hintergrund läuft, aber irgendwie belastet es uns doch und wir können es nicht immer ganz ausblenden. Natürlich wissen wir auch, dass das jetzt ein Schwebezustand ist, der natürlich nicht auf Dauer so anhalten kann. Von daher haben wir jetzt auch vollstes Vertrauen in die Verantwortlichen, dass sie sich jetzt zusammensetzen, um dann bis zum nächsten Lehrgang eine für alle zufriedenstellende Lösung zu finden.